Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute wollen wir uns mal über ein Thema unterhalten. Das kennt vielleicht der ein oder andere schon, nämlich 10.000-Stunden-Regel. Braucht man 10.000 Stunden, um ein erfolgreicher Trader zu werden? Und was ist eigentlich, wenn diese 10.000 Stunden dann mal rum sind? Und ein paar Gedanken dazu gibt es jetzt in diesem Video. Wie so oft bin ich auf dieses Thema gestoßen durch einen Beitrag in unserer Facebook-Gruppe Die Optionshändler. Ihr wisst, die Gruppe ist ja mittlerweile recht groß geworden. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir sind weit über 2000 Mitglieder schon. Ein Großteil natürlich liest nur passiv mit, kann ich gut verstehen, mache ich auch manchmal so. Und hin und wieder sind wirklich aber sehr, sehr gute Fragen dabei, die mich dann auch hier anregen, so ein Video zu machen. Und eine Frage, die war jetzt mal zumindest sinngemäß, wie lange man dann eigentlich braucht, um ein erfolgreicher Trader zu werden und das mit diesen 10.000-Stunden-Regeln und so weiter. Ne? Also darum ging es sinngemäß und das war für mich Grund genug, hier heute nochmal mit euch darüber zu sprechen. Wenn wir von vorn anfangen, dann wissen wir ja, dass es natürlich eine gewisse Zeit braucht, bis man vom blutigen Anfänger zum profitablen Händler wird. So, wie lange dauert das jetzt? Das ist natürlich schwierig zu sagen. Es gibt den einen, der ist nach 3, 4, 5 Monaten schon profitabel. Das heißt, der verdient dann schon Geld. Es gibt andere, die brauchen vielleicht 2 oder 3 Jahre. Bei mir war es beispielsweise so, ich habe 1996, also vor ziemlich langer Zeit, Gott, ist das lang her, ich habe 1996 meine allererste Aktie gekauft und dann habe ich relativ schnell auch Geld verdient. Warum? Weil du eben in der damaligen Zeit eigentlich überhaupt kein Geld verlieren konntest. Ne? Also so Ende der 90er Jahre, das war so die Zeit der Technologieaktien, das war die Zeit des neuen Marktes und da ging es natürlich relativ schnell nach oben, sodass ich bis ins Jahr 2000 schon recht ordentlich Geld verdient habe. Ich habe damals sogar schon an manchen Tagen extrem viel Geld verdienen. Ich kann mich an eine Situation erinnern, da hatte ich beispielsweise die Aktie der Softbank im Depot. Das war diese japanische, Internetbeteiligungsgesellschaft. Die gibt es auch heute noch, immer noch gut im Geschäft. Und das war die allererste Aktie, mit der ich 1000% gemacht habe, weiß ich noch. Und ich habe die jedenfalls im Depot gehabt und eines Tages ist die früh in Japan so stark gestiegen, dass ich an dem Tag, ich hatte glaube ich die Aktie und dann auch noch einen Optionsschein, Asche auf mein Haupt, dass ich an dem Tag, ich glaube, 10.000 Mark verdient hatte. Ne? Einfach nur, weil die Aktie so dramatisch gestiegen war an dem Tag. Das war unglaublich. Und ich weiß noch, dickes Grinsen auf dem Gesicht, als ich früh im Büro saß, mein Depot gecheckt habe und so gedacht, wow, jetzt hast du 10.000 Mark am Tag verdient. Und was war natürlich mein Denken, dass ich sie wirklich verdient habe. Ne? Ich habe sie natürlich nicht verdient, sonst war pures Glück. Und ich habe ja dann auch das Geld und auch ein bisschen mehr, was ich in dem Aufschwung gewonnen hatte, das habe ich in dem Abschwung dann wieder verloren. Das erinnert mich übrigens so ein bisschen an viele Leute, die in den letzten 1, 2, 3 Jahren mit Bitcoin viel Geld verdient haben. Und überhaupt, oder mit anderen Kryptowährungen, egal was, und die jetzt glauben, dass sie Ahnung hätten. Man muss aber leider sagen, die meisten davon, nicht alle, aber die meisten haben überhaupt keine Ahnung davon. Genauso wenig, wie ich damals Ahnung hatte. Also das heißt, obwohl ich sehr schnell Geld verdient habe, war das nicht meinem Können geschuldet, sondern einfach nur der Tatsache, dass zum damaligen Zeitpunkt konntest du jede Aktie kaufen, die du wolltest und es ist wirklich alles gestiegen. Ich habe jetzt mal alte Abrechnungen angeschaut. Ich hatte auch welche dabei, wo ich kein Geld verdient habe, also da musste man schon besonders clever sein, um solche zu finden, aber gab es auch. Okay. Und das heißt also, ich war sehr, sehr schnell profitabel. Auf der anderen Seite war ich aber eigentlich gar nicht profitabel durch mein Handeln, sondern nur durch die äußeren Umstände. Und bei mir hat es dann wirklich lange gedauert, also bis ins Jahr 2003, 2004 etwa, also kann man sagen, 7, 8 Jahre seit dem Start, bis ich dann wirklich für mich so die ersten nachhaltigen Strategien gefunden habe. Ich habe dann angefangen mit Future-Handel,
und habe mich dann mit Futures beschäftigt. Future Spreads habe ich dann gehandelt, dann kommen so langsam auch die ersten Optionen hinzu. Und das hat einfach eine gewisse Zeit gedauert, bis ich für mich einen Weg gefunden hatte, wo ich gesagt habe, okay, ich bin jetzt nicht mehr von den äußeren Umständen abhängig, ob ich Geld verdiene, sondern mein Handeln ist jetzt dafür verantwortlich, dass ich etwas verdiene. Und im Grunde ist es mir auch egal, ob es jetzt nach oben oder nach unten mit dem Preis geht. Ich kann in jedem Marktumfeld Geld verdienen. Und so gesehen hat es also schon sehr, sehr lange gedauert, bis ich Geld verdient habe. Eingangsfrage, wie lange dauert es also, profitabel zu werden? Du kannst Glück haben, machst die ersten Trades, bist sofort ein Gewinner. Heißt aber noch lange nicht, dass du ein guter Trader bist, der in einer schwierigen Situation Geld verdient. Beispiel, wenn du jetzt im letzten Jahr, 2017, wenn du da angefangen hast und hast, muss ich mal ein bisschen an meinem Mikrofon ein bisschen rumzappeln, wenn du also im letzten Jahr angefangen hast und hast zum Beispiel Optionen verkauft, Short Puts auf Aktien, naja, dann war das relativ einfach. Ne? Du hast vielleicht einen Kurs gemacht, bei mir, irgendwo anders, hast ein Buch gelesen, was weiß ich, ne? Und hast du langsam angefangen, Optionen zu verkaufen, und dann konntest du eigentlich letztes Jahr nicht allzu viel falsch machen und dann warst du profitabel. Jetzt guckst du vielleicht am Ende des Jahres hin und sagst, hey, ich habe 20% gemacht, super, ich bin ein profitabler Trader. Vorsicht, weil letztes Jahr war für einen Aktienoptionsverkäufer, der nur Puts verkauft, ein sehr, sehr einfaches Jahr. Du hattest kaum Rückschläge, du hattest immer eine relativ niedrige Volatilität. Das heißt, es ist auch nie großartig gegen dich gelaufen. Du musstest nie adjustieren oder so, oder nur ganz, ganz selten. Das heißt, die Umstände waren dafür verantwortlich, dass du Geld verdient hast, und noch nicht zwingend dein eigenes Können. Und jetzt könnte ja eine Situation kommen, ohne dass wir jetzt in die Glaskugel schauen, wo das mal ein bisschen schwieriger wird. Und dann kann es sein, dass derjenige, der letztes Jahr Geld verdient hat und gedacht hat, dass er schon ein profitabler Händler ist, plötzlich feststellt, hey, ich bin ja gar kein profitabler Händler. Mein Handeln war profitabel, aber nicht ich. Ich habe nur Glück gehabt. So, und jetzt kommen wir wieder zurück zu dieser Ausgangsfrage mit den 10.000 Stunden. Woher kommt dieses Prinzip? Das ist, ich habe extra nochmal nachgeschaut, das haben also drei amerikanische Psychologen, die heißen, ich lese es gerade nochmal vor, Anders Ericsson, Ralf Krampe und Clemens Tesch Römer, vielleicht waren das zwei Deutsche mit, weiß ich nicht genau, die haben 1993 die 10.000 Stunden, Entschuldigung, die 10.000 Stunden Regel formuliert, die eben besagt, dass wenn du in einem Gebiet richtig gut werden willst, dann musst du 10.000 Stunden in diesem Gebiet intensiv tätig sein. Entschuldigung. So. Bekannt geworden ist das dann durch ein Buch, und zwar das Buch heißt auf Deutsch Überflieger von Malcolm Gladwell. Und Malcolm Gladwell hat dann in seinem sehr, sehr guten Buch, also sucht euch das mal raus, Malcolm Gladwell, Überflieger, tolles Buch, der hat das dann beschrieben anhand natürlich prominenter Beispiele. Ne? Also der hat zum Beispiel beschrieben, wie Bill Gates als Kind, als Jugendlicher, nächtelang programmiert hat, weil er einfach davon besessen war, dass er eben wirklich extrem lange da irgendwelche Dinge programmiert hat und somit einfach Erfahrung im Programmieren sich aneignen konnte, die ihm geholfen haben, dann später, als er Microsoft gründete, daraus so ein Unternehmen zu formen. Ne? Also das heißt, der war eben einer, der selber auch Codes schreiben konnte, der Ahnung hatte, der was von Software zu diesem Zeitpunkt verstand. Ganz spannendes Beispiel in dem Buch auch die Beatles. Ne? Die Jüngeren kennen das nicht mehr, aber fragt mal eure Eltern oder Großeltern, die Beatles, das war mal die größte Band der Welt neben den Stones. Und nein, Spaß beiseite, jeder kennt natürlich die Beatles. Und die Beatles waren eben auch lange, bevor sie wirklich richtig durchstarten konnten, haben sie zum Beispiel in Hamburg gespielt. Sie waren sehr oft in Hamburg auf Gastspielen und haben da gespielt, Reeperbahn. Und bei denen war es beispielsweise so, damit sie überhaupt Geld verdienen, mussten die durchgängig spielen. Also das heißt, da ging es irgendwann abends um 8 los und dann mussten die bis früh um 3 spielen. Da gab es keine Pause dazwischen oder irgendwas, sondern hat er gesagt, hier, wenn ihr euer Honorar haben wollt, dann spielt jetzt durch. Und in dem Buch ist sehr schön beschrieben, und ich habe es auch schon mal in einem Buch über die Beatles gelesen, dass die Jungs am Anfang auch keine Instrumente konnten oder gerade so, also so durchschnittlich halt.
Aber durch dieses permanente Spielen jeden Tag in solchen Clubs, in diesen permanenten Lernen auch, was sie dadurch natürlich hatten, Live-Atmosphäre, ganz eng am Zuschauer dran, niemand hört ihnen zu, sind sie einfach auch so handwerklich gut geworden, dass sie dann später eben ihren speziellen Beatles-Sound kreieren konnten und entsprechend gut geworden sind. So, und jetzt ist das Ding, dass wenn man sich so mal ein bisschen mit jemand unterhält, der in irgendeinem Bereich erfolgreich ist, dann stellt man fest, ob das nun jetzt 10.000 sind oder 8.000 oder 12.000 sind, das spielt keine Rolle, aber du brauchst einfach eine gewisse Zeit, bis du wirklich gut bist. Und ich kann für mich zum Beispiel sagen, ich habe mich vor 11 Jahren als Händler selbstständig gemacht. Ich habe mich vor 11 Jahren, 2007, habe ich mich selbstständig gemacht als Händler. Und das war ich war zu dem Zeitpunkt profitabel. Das heißt, ich habe zu diesem Zeitpunkt schon Geld verdient, auch regelmäßig Geld verdient. Ich behaupte trotzdem von mir, dass ich erst in den letzten 3-4 Jahren wirklich, das für mich persönlich richtig gut geworden bin im Handel und dass jetzt eigentlich erst die Zeit kommt, wo ich von diesem Wissen überdurchschnittlich profitiere, von dem Wissen, was ich mir in dieser Zeit angeeignet habe. So, und jetzt kann man das mal ganz einfach überschlagen, wenn man sagt, okay, sagen wir mal, du bist 10 Jahre lang, komm, jetzt lassen wir uns das mal ganz kurz hier rechnen. Wenn wir mal sagen, kleinen Moment, also wir haben, wo ist mein kleiner Rechner? Hier, wenn wir sagen, du gehst im Jahr, was weiß ich, wie viele Tage gehst du da ins Büro? Komm, wir machen es mal 230 und dann machst du am Tag, wie viele Stunden machst du effektiv was am Tag? Sind wir ehrlich, 4, 5? Ne, bloß weil man 12 Stunden im Büro ist, heißt ja nicht, dass man 12 Stunden effektiv was macht. Aber sagen wir einfach mal, 4 Stunden wirklich effektiv etwas machen, was mit dem Fachgebiet zu tun hat. Ne? Buchhaltung, die du machen musst, hat nichts damit zu tun. YouTube-Video aufzunehmen, hat nichts damit zu tun. Sondern wirklich gesagt, Trading, ne? 4 Stunden am Tag. Länger glaube ich auf keinen Fall. So, rechnen wir das Ganze mal 4. Kommen wir im Jahr auf 920 Stunden. Naja gut, und da haben wir es schon. 10 Jahre, knapp 1000 Stunden. Und knapp 10.000 Stunden. Und so kommt es dann ganz einfach, dass es wirklich eine gewisse Zeit braucht, um erstmal richtig gut zu werden. Und damit wir das Video jetzt hier nicht zu lang machen und damit ihr auch noch ein bisschen den Spannungsbogen halten könnt, machen wir morgen auf dem Jens Rabe Kanal weiter und morgen reden wir dann über den zweiten Teil, nämlich was man nach den 10.000 Stunden passiert, was in den 10.000 Stunden passiert, woran ihr auch selber merkt, wo steht ihr jetzt gerade, und all das gibt es dann morgen im Video.